Weiter geht's mit einer neuen Folge Cyberpunk 2077. Wir sind ja in der letzten Folge stehen geblieben. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich natürlich freuen. Willst du dich inspirieren lassen? Oder suchst du was Bestimmtes? Oder Nalch? Ihr wirst auf jeden Fall fündig. Nein. Ich suche einen Club. Red Queen's Race. Ich an deiner Stelle würde mir lieber was Gastfreundlicheres suchen. Das Lizzie's in Kabuki zum Beispiel. Oder das Clouds in Japantown. Ich will eine Adresse. Der Club ist nur für geladene Gäste, okay? Wer die Adresse nicht kennt, ist da nicht willkommen. Igor lässt grüßen. Fuck, nein! Ich hab gesagt, ich bin raus! Lasst ihr mich nicht alle in Ruhe! Hallo, hier. Verpiss dich! Ganz ruhig. Ich habe nur eine Frage. Hier gibt's nichts zu sehen. Na los, verzieh dich! Lass mich in Ruhe, Mann! Du kannst mich zu nichts zwingen! Keine Sorge, niemand erfährt von unserem Gespräch. Und ich verspreche, das ist das letzte Mal, dass Detective Ward dich besucht. Ist doch so, Detective. Ja. Ich schwör's auf die Geister meiner Ahnen. Wir wollen nur die Koordinaten vom Red Queen's Race. Okay, aber das ist das letzte Mal, echt jetzt. Der Laden liegt außerhalb der Stadt am Fluss, nahe Bonita Street. Du warst dort? Für ein paar Lieferungen. Ware, manchmal Leute. Aber was ihr da wollt, ist mir schleierhaft. Club ist leer. Haben ihn dicht gemacht. Dicht gemacht? War das vor oder nach Ryans Tod? Kurz danach, glaube ich. Danke, Nia. Beschissenes Pech! Kannst gehen, Kumpel. Sieh an. Das nenne ich mal einen Durchbruch. Sieht vielversprechend aus, aber wir sollten trotzdem zum Markt fahren. Markt? Ja. Howards Boss. Ist eine gute Spur. Die sollten wir auf keinen Fall außer Acht lassen. Dann machen wir das. Okay, fahren wir zu deinem Markt. Nehmen wir mein Auto? Klar, gerne. Ah, shit! Oh, wieder eine Fehlfunktion. Kommt der jetzt noch? Ja, er fährt los. Also überspringen wir wieder. Na klar. So, let's go. Reden macht 90% der Arbeit eines Detectives aus. Aber das weißt du ja schon. Ist echt ein Naturtalent, W. Und woraus bestehen die restlichen 10%? Berichte schreiben. Und? Mit wem wollen wir hier reden? Cyberpsychos Boss, richtig? Christine Markov, 42. Laut Akte Horvaths einzige Arbeitgeberin. Auch sein einziger Kontakt. Komm, W. Let's go. Gut, wo sind die jetzt? Die Frage, ne? Danke. Keine Ahnung, nach wem wir suchen. Wir müssen rumfragen. Ich fange links an, du rechts. Okay. Christine Markov, kennst du sie? Hat hier einen Stand. Kenn ich nicht. Ist doch hier kein Kuschelverein. Bist du Christine Markov? Nein, aber ich kenne sie. Hab den Textstand auf der anderen Seite. Bist du Christine Markov?
Ich? Nein, sie ist da drüben. Du musst hier weg. Danke. Christine Markov, wir haben ein paar Fragen. Oh, seid ihr Bullen? Wir brauchen Infos über Peter Horvath. Soll hier gearbeitet haben. Ja, hat er. Bis er nicht mehr gearbeitet und nur noch Reden geschwungen hat. Wann hat das seltsame Verhalten angefangen? Das Wort seltsam hat bei ihm nicht dieselbe Bedeutung wie bei anderen Leuten. Horvath war nie völlig normal im Kopf. Und wenn man den Horvath vor der Haft mit dem danach vergleicht, beides irre, aber beide anders. Hat Horvath hier gut verdient? So viel wie sein Chrom wert war, hätte er den ganzen Markt kaufen können. Hat massig Kohle verdient, klar. Verdammter Millionär, wie wir alle hier. Woher hatte er dann die Eddies? Weißt du was? Wenn ich das wüsste, würde ich hier keinen Scope anhaben, nicht zu verscherbeln, sondern im eigenen AV schnurstracks von hier verschwinden. Peter tauchte eines Tages damit auf. Völlig aufgedreht. Hab ihn gefragt, woher er das Zeug hat. Er meinte nur, endlich hat einer seinen wahren Wert erkannt. Dann hat er eine seiner Tiraden losgelassen. Was für Reden waren das? Ra. Konzerne haben ihn bei den Eiern und trotzdem hat er mich gefickt. Sein Motto. Was hatte er gegen den Bürgermeister? Ha! Sinn und Verstand bei diesem Verrückten? Der dachte bestimmt, Ryan spricht durchs Fernsehen zu ihm, macht ihm Versprechen und hält keins. Hört zu, ich hab euch gesagt, was ich denke. In Horvaths Augen waren alle hinter ihm her. Allen voran Lucius Ryan. Und wer war in seinen Augen sonst noch auf Horvath aus? Außer Ryan? Die Präsidentin, schätze ich. Dann Arasaka. Erst der Alte. Und als der starb, war sein Sohn an der Reihe. Wer das alles, Detectives? Ihr vertreibt meine Kunden. Gut. Endlich hat einer seinen Wert erkannt. Horvath hatte Helfer. Hätten wir uns denken können. Scheint erstmal so, als hätte das nichts gebracht. Aber manchmal erschließt sich was, wenn man den Kontext hat. Das stimmt. Nehmen wir zum Beispiel an, jemand hat Kopfschmerzen. Unwichtig. Nebensache, oder? Normalerweise schon. Aber dann rast der Typ direkt in den Gegenverkehr. Der Nachbar erinnert sich an einen Kerl, der die Klimaanlage in der Wohnung des Typen mit den Kopfschmerzen repariert hat. Unfall? Nur Zufall? Oder Gift, das über die Luft verteilt wird. Also Mord. Hattest du echt mal so einen Fall? Nein, ist erfunden. Unterstützt aber meinen Standpunkt. Großartig. Lass mich das machen, weh. Abmarsch, Luck. Dein kleiner Freund sitzt für Jahre. Willst du das auch? Gentlemen, bitte. Beruhigt euch. Spring, Clown! Spring! Was deine Karre, Drecksbulle! Gut. Mit dir unterwegs zu sein, ist echt gefährlich. Hast du Ärger mit allen Gangs oder nur den Tigers? Ich bin ein Cop. Was glaubst du denn? Gut, dass keiner gestorben ist. Billiger Papierkram. Okay, auf zum Red Queen's Race. Wärst du mit mir? Klar, ich fahr bei dir mit. Let's go. Da sind wir auch schon wieder.
Komm, weh. So, oder? Das ist Animal-Gebiet. Das sehe ich. Kürzlich einen von denen eingelocht? Kürzlich? Nein. Aber sind nicht gerade Fans von Bullen. Ohne Durchsuchungsbefehl kann ich nicht rein. Doch du? Okay, ich melde mich. Wenn du was findest, sag Bescheid. Okay. Verpiss dich! Hier gibt's nichts zu sehen. Ich suche einen Club. Red Queen's Race? Ist zu. Öffnet auch so bald nicht mehr. Dann kann ich mich also drinnen mal umsehen? Nein. Kein Umsehen. Verzieh dich von hier. Okay. Ist die Frage, komme ich hier rein? Ja. Nicht umdrehen. Aus wie eine normale Werkstatt. Der Club ist hier. Glaub mir. Du meinst, du hast eine Ahnung? Cop-Intuition? Sowas in der Art. Oh!
man steht! Angriff! Ich bin tot. Das hätten wir. Hat zu viel Schiss. Der Club muss hier irgendwo sein. In der Werkstatt, schätze ich. Oder darunter. Nee, hier ist es nicht. Hier. Kommst du mit? Er braucht mal wieder so lange. Nett. Jemand wollte unbedingt vertuschen, was immer hier passiert ist. Wonach suchen wir? Suchen wir. Jetzt bist du dran! Oh, Alter. Mit ihr reden? Du bist doch der Detective. Aber ich habe keinen Durchsuchungsbefehl. Klar. Was? Wieso bewacht ihr dieses Chaos? Nichts zum Klauen hier. Wir bewachen hier nichts. Wir warten. Und worauf?
Auf unsere Bezahlung für den Job! Haben den Laden ziemlich gut aufgemischt, findest du nicht? Unser Teil ist erledigt, jetzt ist Zahltag! Für wen habt ihr den Laden verwüstet? Was kümmert's dich? Ich könnte eure Bezahlung... Warte mal. Also irgendwie stimmt mein Inventar ja nicht. Zahlung beschleunigen. Scheiße! Sehe ich so aus, als würde ich solchen Skop glauben, oder was? Ich glaube, ich weiß, wer es war. Hat mich auch verarscht. Ich will ihn drankriegen. Wenn ich Erfolg habe, kriegt ihr euer Geld. Aber zuerst muss ich wissen, dass wir denselben Wichser meinen. Weldon Holt! Die Bulldogge? Lucius Rhines rechte Hand? Bürgermeisterkandidat in der kommenden Wahl? Richtig scheiße für den Job! Danke für die Hilfe. Scheiße. Gut, suchen wir das Büro. Hier ist das Büro auch nicht. Dann ist das doch bestimmt oben, oder nicht? Sieht aus wie ein Büro. Irgendwie. Wir suchen Computer. Die sind das Wichtigste. Wie ein Brett. Ist seit mindestens einer Stunde tot. Nein, keine Traumakarte. Hatte sie sicher absichtlich nicht dabei. In so einem Club will man nicht, dass Traumateam die Tür eintritt, wenn es gerade richtig zur Sache geht. Das Herz, denke ich, hat sich wohl etwas übernommen. Okay. Ja, machen wir so. Rechtsmediziner wird ihn zu Hause finden. Ich sag ihm, was er schreiben soll. Friedlich im Schlaf gestorben. Die Jungs bringen ihn weg. Nein, keiner wird was merken. Quatsch. Jep. Ja, ich melde mich später. Na sowas, der kommt mir bekannt vor. B, ich bin nicht in Stimmung für Witze. Ich glaube, wir haben genug gesehen. Gehen wir. Ich will mich noch umsehen. Okay, wie du willst. Zeitverschwendung, wenn du mich fragst. Ja, komm, scheiß drauf. Okay, lass uns abhauen. Ich habe vorhin einen anderen Ausgang gesehen. Gut, das war's. Also, war klar, dass ihn sein Kollege betrogen hat. Ist doch immer so, meistens. Hätte ich mir auch denken können. Naja. Gut, Leute, das war's mit der Folge, würde ich sagen. Wir sehen uns denn beim nächsten Mal. Lasst gerne eine Bewertung da. Ja, wir kommen hier noch an. Komm, das machen wir jetzt noch. Das nehmen wir jetzt hier noch mit. Gut. Fuck.
Hängst also immer noch mit dem ab? Klappe, Harold. Ich weiß, was du getan hast. Ich werde nicht fragen, warum du es vertuscht hast oder wie du in den Schlamassel geraten bist. Sag mir nur, wer es befohlen hat. Was kümmert's dich, River? Dein Gewissen ist doch blütenrein. Du kannst nachts ruhig schlafen. Und warum? Weil ich alles auf mich genommen habe. Du hast echt keine Ahnung, wie diese Stadt tickt. Hältst dich für einen Idealisten. Glaubst du, das bedeutet irgendwas? Tut es nicht. Hat es nie. Hey, guck nicht so, Söldner. Du weißt, dass ich recht habe. Bin nicht von hier, sondern von draußen. Ah, Nomade. Weißt du, das NCPD ist meine Familie. Mein Clan. Und die Familie lässt man nicht im Stich. Du kehrst deinen Leuten nicht den Rücken zu. Die Familie ist am wichtigsten. Da hast du recht. Die Stadt frisst jeden, der allein ist. Wie? Danke für die Hilfe. Aber hier geht's nicht um dich. Ich kümmere mich drum. Und wie, hä? Nimmst du mich jetzt fest? Ich hab die Aufnahme, ein Motiv und dein Geständnis. Also ja, vielleicht. Wobei es nicht viel bringen würde. Du musst mir nicht mal sagen, wer es befohlen hat. Ich weiß es schon. Und da selbst der Chief die Finger da drin hat, melde ich's direkt der Dienstaufsicht. Die werden auch nichts tun. Mir jedenfalls. Aber dich haben sie danach im Visier. Geh nach Hause, Ward. Schlaf drüber. Morgen siehst du es mit anderen Augen. Ich bin jedenfalls weg. Korrupte Bullen. Fuck. Korrupte Bullen. Das ist fast immer so, ne? Gott, reden wir jetzt nochmal mit dem. Nee, wir beenden die Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.